Hallo, hier ist Tabitha Suguna vom Wandelraum für Magie, Lust und Bewusstsein. Heute möchte ich mal über das Thema Abgrenzung gegenüber negativen Gedanken sprechen. Warum ist das heute so wichtig? Wir leben in einer Zeit, die voller Veränderung ist. Das alte System in vielen Formen, wie es bisher existiert hat, ist gerade zu einem Stillstand gekommen. Ja? Die Sachen funktionieren nicht mehr so wie vorher. Es ist die Zeit, sich genau zu überlegen, was möchte ich jetzt für unsere Zukunft? Möchte ich diese Corona-Krise nutzen, um in Ängsten zu versinken und in Horrorszenarien mich zu verlieren? Oder möchte ich diese Zeit nutzen, um wirklich in die Stille zu gehen, in mich hineinzufühlen und zu gucken, was wünsche ich mir für diese Zeit? Was möchte ich in die Welt bringen? Wo möchte ich wirklich meine Kreativität auf eine Art und Weise in die Welt bringen, dass die Welt zu einem besseren Ort wird? Und an dieser Stelle ist ein Umdenkprozess total vonnöten. Viele von uns sind das gewöhnt, so auch immer mit auf den Zug aufzuspringen, zum Beispiel, wenn andere klagen und meckern. Oder sagen, oh, ist jetzt alles so schlimm und dann, ja genau, und dann das und das. Und dann gibt es so ein Wort, das andere, das kommen so immer mehr Punkte hinzu. Und ehe du es dich versiehst, ist die Energie im Raum total am Boden. Ja, du bist noch verunsicherter als vorher, noch hilfloser oder noch ängstlicher. Und das muss nicht sein. An der Stelle ist es total wichtig zu verstehen, dass unsere Gedanken Gefühle auslösen. Ja, wir denken irgendwas, wir sagen das, das ist der nächste Step, ja, es wird ausgesprochen und sofort löst das ein Gefühl aus. Da wird was eng in der Brust, da kommt eine Panik oder was auch immer. Und diese Spirale läuft dann weiter. Mit diesem schlechten Gefühl laufen wir dann durch den Tag und denken uns nur, oh Gott, was machen wir jetzt damit? Oder und dann braucht man wieder irgendwas, was einen aufbaut. Das ist ein Prozess, der ist völlig unnötig. Den kannst du dir ersparen, wenn du an der richtigen Stelle erkennst, dass du dich abgrenzen kannst zu solchen Gedanken, die entweder in deinem eigenen Kopf stattfinden oder die andere Menschen in deiner Nähe sagen. Du kannst zum Beispiel da mal reingehen und sagen, okay, warum sagst du das jetzt gerade? Oder brauchst du was, um dieses Gefühl oder diese Angst zu transformieren? Oft ist es so, wenn man diese Frage stellt, dass dann erstmal so ein totales Erstaunen stattfindet. Und die Menschen wundern sich, warum, ich bin ein bisschen abgelenkt, weil die Kinder gerade jetzt aufgetaucht sind und vor der Tür ein bisschen ihren Sportunterricht machen. Also, warum sagt eine Person diese negative Sache? Und dann kannst du fragen, dann kannst du zum Beispiel fragen, warum beschäftigt denn dich das so? Was löst denn das in dir aus? Und auf einmal bist du wirklich auf der Fühlebene und du bist verbunden. Ja, du nimmst den anderen wahr, der fühlt sich wahrgenommen und ihr könnt in den Dialog eintreten. Und einerseits kannst du damit klar machen, hey, ich will auf diesen Zug nicht mit aufspringen des negativen Denkens, weil wir uns gewahr sind, was auch immer wir denken, führt zum Fühlen. Was wir fühlen, ist unsere Schwingung. Und das ziehen wir noch mehr an. Das heißt, wovor wir Angst haben, das ziehen wir dann noch mehr in unser Leben, weil wir ja schon sozusagen unseren Magnetismus darauf ausgerichtet haben im Fühlen. Und so ist es total wichtig, dass du dich selbst abgrenzt und sagst, auf diesen Zug springe ich jetzt gar nicht mit auf, wo gejammert wird und wo es abwärts geht. Ich richte meinen Fokus dahin, wie kann es leichter werden, wie kann es besser werden, wie kann es noch genialer werden, kreativer, wie kann es sich so sehr verändern, dass es für alle gut ist.
Und wenn es nicht für alle gut ist, dann wenigstens für die Menschen, die, denen ihr Herz dafür schlägt. So. Wir haben natürlich die Möglichkeit, verschiedene Realitäten zu kreieren. Natürlich darf jeder seine eigene Erfahrung machen. Da greifen wir auch gar nicht ein. Wir kümmern uns darum, dass wir unsere Schwingung so verändern, dass wir die Erfahrungen machen können, die wir machen möchten. So, gehen wir nochmal zurück an den Punkt, wo der andere, der vielleicht gerade ein bisschen jammert oder unzufrieden ist, und du sprichst ihn an, okay, was ist denn dein Thema? Und an der Stelle kannst du den Loop schließen mit der Person. Kennst du vielleicht noch von früher, wo es so Schallplatten gab und manchmal sind die Schallplatten hängen geblieben, ne? Kam immer wieder so der gleiche Ton und der gleiche Satz immer wieder. Und dann, ach, die Platte hängt wieder. Ja, dann bist du hingegangen, hast es mal kurz angeschubst, ganz vorsichtig. Und dann lief der Song weiter. Wie kannst du das jetzt bei einem Mensch machen? Den willst du natürlich nicht schubsen. Aber manchmal hilft das, diese Metapher, den ein bisschen anzuschubsen oder anzutriggern, so ganz vorsichtig. Und zu sagen, hey, wann ist denn dir das erste Mal passiert? Und dann geht derjenige zurück in seine Erinnerung und guckt, wo ist das passiert. Wenn dieses Gefühl dann aufsteigt, dann brauchst du erstmal gar nichts tun, außer einfach empathisch zuzuhören, ganz von Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz. Und wenn derjenige dann eine Weile gesprochen hat, dann hör mal ganz genau zu, wie er es dir erzählt und was er dir erzählt. Und spür mal, schick mal deine eigenen Sensoren in das Feld und guck mal, wo hat derjenige ein Learning erlebt? Was ist das Learning? So, und indem du zuhörst, kriegst du das schon ein bisschen mit raus, ne? Wo hängt derjenige noch in seiner Schmerzschleife oder hat er vielleicht schon auch was erwähnt, ohne es selber wahrzunehmen, was sein Learning aus der Zeit war? Und dann sprich ihn konkret an. Hey, was hast du denn gelernt? Welche Spezialfähigkeit hast du denn durch diese Situation erworben? Und in dem Moment kannst du dem Menschen schon helfen oder auch dir selbst. Das kannst du natürlich genauso im inneren eigenen Dialog machen. Festzustellen, okay, da ist ein Schmerz gewesen, aber hey, ich habe ja das und das und das und das dadurch gelernt. Und das kann ich heute noch mitnehmen. Das nutze ich total. Und in dem Moment, wo du dir sozusagen aus dieser alten Geschichte dein Learning abholst, kann der Loop geschlossen werden. Das Gehirn kann die ganze Geschichte verarbeiten und damit einen Haken drunter machen. Lesson learned. Abgehakt. Wenn du das regelmäßig machst mit den Menschen in deinem Umfeld oder mit dir selbst, wirst du merken, vergeht dir die Lust irgendwann am negativen Denken, weil du bist ja dann immer wieder am Gucken, was darf ich einsammeln, was ist das Learning, und du wirst merken, über die Zeit wirst du immer schneller schaffen, sobald ein negativer Gedanke kommt, dich da voll abzugrenzen und sagen, wow, stopp, was willst du mir hier sagen, wo ist der Loop noch nicht geschlossen, wo habe ich noch nicht kapiert, um was es ging, wo konnte ich noch nicht in der Wertschätzung sein für das, was ich gelernt habe. Oder wo hänge ich noch im Schmerz? Dann kannst du an der Stelle auch Vergebungsübungen machen. Haben wir die Tage auch gemacht. Ich gucke mal, ob ich es noch unten drunter unter dem Post verlinken kann. Genau. Du hast also die Möglichkeit, diese negativen Gedanken sofort zu nutzen, etwas Neues zu kreieren, dein eigenes Learning einzusammeln, in die Wertschätzung zu gehen, zu vergeben, loszulassen, und dann richte deinen Geist auf das, was du erschaffen möchtest. Und dann lade ich dich ein, spielt miteinander ein bisschen rum. Hey, wie wäre eine Welt ohne das und das und das? Was würden wir eigentlich brauchen? Und dann geh mal da in die Tiefe und fokussiert euren Mind in dieser Zeit der Isolation und der Trennung voneinander. Wirklich mit den wenigen Menschen, mit denen ihr seid oder mit denen ihr telefoniert, fokussiert euch mal darauf, was können wir jetzt erschaffen? Und dann überlege ganz konkret, hast du eine Idee, einen Impuls, den du mit anderen teilen möchtest, wo du eine Initiative starten möchtest? Und dann mach das. Genau.
Das ist meine Inspiration für den Tag. Grenze dich zu negativen Gedanken ab. Sei ganz mutig und ganz liebevoll und zeig dich mit deiner positiven Haltung. Und wenn ein echter Schmerz da ist, dann fühl den zusammen und spiegel auch, ne, diese Empathie, ich sehe dich und wo ist das Learning? Wo ist meine Wertschätzung? Welche Spezialfähigkeit habe ich erworben? Und dann lass das Alte los, mach die Tür zu und konzentriere dich auf etwas Neues. Ja, das war's heute von mir, von Tabitha Suguna aus dem Wandelraum für Magie, Lust und Bewusstsein. Ich wünsche euch einen schönen Tag und inspirierende Gedanken jederzeit. Au!